Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Ja, ich wünsche mal einen schönen Samstag. Tja, ich glaube, das zweite Woche schon, ne? Und es ist kalt geworden und schnick Schnee. Soll da was kommen? Laut Vorhersage. Wird richtig kalt werden. Also erinnern sich nicht. Ich bin mit dem Schwatten hier. Ja. Der gute, liebe alte Winter. Das ist ein Noah für Skandinavien. Mildwinter vorhergesagt und die haben Rekordkälte. War das gleiche bei uns auch und wir kriegen jetzt auch, wenn alles so klappt, wie die Vorhersage dazu ansagt, jetzt die kurzfristige, kann es auch rekordkalt werden. Unter Umständen oder ja. Wenn es hier und da mal die Umstände passen, nachts minus 20 Grad und tagsüber kann, ja auch wenn es passt, auch nur minus 15 Grad kalt werden. Also, naja, das Heizen ist schlecht, aber mehr. Obwohl ich gern Winter mag, wäre es aber dann lieber, wenn es mild ist und heizen. Aber die Halbgarage ist da, das kann ich schon mal Freitag, muss ich mir morgen mit ins Auto nehmen. Freitagabend nach der Arbeit drüber ziehen. Ich habe es am Montag eher Spätschicht. Das macht dann die Sache ein bisschen leichter, wenn Schnee drauf liegen sollte. Aber es ist angenehmer, wenn es schneller geht, ne? Wenn es so kalt ist und dann draußen steht, ich habe zwar Handschuhe, da habe ich alles da, also ist das nicht. Tja, dann kriegen wir sehr wahrscheinlich ein bisschen Winter, mal sehen, wie lange der anhält. Oder ob das mal durch milder werden kann, das kann schon passieren, wenn mal zwei, drei Wochen milder ist, und das dann wieder zuschlägt, ne? Also die Winter, naja, bis Mitte Februar ist meist noch, kann besonders kalt sein. Und nach dem 15. dann merkt man schon die Kraft der Sonne, dass es dann zumindest tagsüber, sagen wir so, angenehmer wird, ne? Dass es nicht mehr so stark auskühlt. Aber wie gesagt, das ist, bei uns gab es immer die Faustregel. Wenn der Maulwurf zu sehen war, der Maulwurfshügel, dann wenn der aktiv wurde, dann kommt der Frühling. Das war auch so. In den 15. Februar rum. Kurz nach meinem Geburtstag. Da. Hat aber noch gereicht zum Schlittenfahren. Bis Ende der Ferien. Wir hatten mal Ferien im Winter. Drei Wochen. In drei Wochen oft war es und dann da in dem Zeitraum genau drei Wochen kalt. Und da kam der Frühling im März nachher, so ganz langsam. Aber er kam, ne? Heute ist ja unberechenbar. Heute ist ja eher so, wenn das im Winter mal mild ist, dann kommt dann meist noch mal der Winter im März, April. Keinen mehr brauchen kann. Aber das ist halt so, ne? Wetter ist das, was wir nicht beeinflussen können. Wir nicht. Einige probieren es ja trotzdem. Ob das immer so erfolgreich ist, hat man hingestellt. Die einen sagen Wetterwaffe, die anderen sagen, ja, Beeinflussung. Vorteil Einzelne, ne? Ich meine, dass man im Radlgewitter im Prinzip auflösen kann damit. Man kann es ja nie genau beweisen, ne? Aber wie gesagt, sie machen es jedenfalls, dass sie das besprühen. Dass es nur Starkregen gibt, in Anführungszeichen. Aber das geht schon, ich denke mal, wird auch funktionieren in allermeisten Fällen. Oder hier, wenn sie irgendwo eine Parade machen wollen, dass sie da auch die Regen auflösen vorher. Das ist alles schon machbar. Aber das andere Prinzip, dass man den Jetstream umleiten kann durch Bestrahlung oder. Im Grunde muss man nur gucken, wo die das Geld ausgeben, ne, bei der Regierung. Welche Posten.
Also ja, auch wenn sowas machen wird es auch versteckt. Ne? Es war nur merkwürdig bei, wo Corona das erste Mal Lockdown war, im Prinzip keiner geflogen ist, keiner mit der Bahn gefahren ist, haben wir plötzlich richtig klares Wetter gehabt. Also das ist schon, war schon verdächtig. Einige sagen Chemtrails, ist aber anders bezeichnet. Also wenn das oben praktisch die Kondensstreifen sich in der Breite ausbreiten, ne, dann ist schon mal sehr wahrscheinlich. Vor allen Dingen dann, wenn das wenn nur ein Flieger oder mehrere Flieger praktisch auf einer Flugbahn fliegen, also zum Flughafen zum Beispiel. Das kann Kondensstreifen sein, sicherlich. Aber wenn sie am Himmel kreuz und quer fliegen, wie ein Schachbrettmuster, dann ist das schon mal sehr, sehr verdächtig. Ne? Die haben mal im Fernsehen gezeigt oder kurz Videos, wie die praktisch starten, nichts zu sehen und dann mittendrin im Flug plötzlich eine riesige Rauchschwale. Also das ist schon, alles was so gesund ist, glaube ich zu bezweifeln. Also alles was da hochgesprüht wird, kommt ja irgendwann wie unten an. Ne? Das ist ja so. Ja, Samstag, ne? Schönen Samstag. Oh. Aber heute haben wir Freitag. Nee, das wäre schön, ja. Nee, heute ist Donnerstag und morgen ist Freitag. Oh, herrlich. Das erste Wochenende. Ja. Leider. Aber wir haben, der Samstag, Feiertag ist ja am Samstag, der 6. Ach, nächstes Jahr ist der 6. am Montag. Da fällt Weihnachten auch günstig aus, in Anführungszeichen, ne? Und günstig, ne? Ja, aber so ist das mal mit Feiertagen, ne? Man muss das ideal, wenn das passt, oder wenn man nicht passt, dann ist das halt mal so, ne? Ach, wie gesagt, wenn man sich auf den Freitag freuen kann, ob man den Montag auch ertragen. Das ist ja halt mal so. Gut dafür. Der ist weit weg, ne? Hier wurde nur getellert, das sieht man auch, ne? so. Machen wir es auf. Mal gucken, wo der wir weit schalten müssen, aber suchen müssen. Ja, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Also aber immer schön dahin bringt, wo es soll. Bis zum Schluss, ne? Wo hat die Ding jetzt überklickt? Da. Ich hab den Dünger, der auf dem Hof war, noch mal reingetan, auf dem hier am Hof. Auf beim Händler wollte das auch weg aus dem System praktisch, ne? Ja, die Reste mal gucken, wie es klappt. Wird das so kaum steht die Wiese an, ne? Also auch noch Weizen und Gerste für die Marsch. Die Felder, die ich jetzt hier gemacht habe, will ich eigentlich für Dings verwenden. Werde ich aber einen Ballen vorm Pressen. Das ist einfach besser. Ballen vorm und dann hat sich das, ne?
Da muss ich auch nochmal Lager aufstellen mit Silage. So. Also rein theoretisch eine Stunde. Ich muss mal gucken, wo Anne jetzt fährt, ne? Das war interessant. Mit Gegäre ist das, ich meine, wenn, würde ich hinterher eingreifen und das dann nachdenken, ne? Also hier. Also auf jeden Fall scheint das jetzt zu funktionieren. Auch wenn er nicht überall Dinge reinschmeißt. Und von wahrscheinlich also so im Großen und Ganzen. Bin ich erstaunt, dass es funktioniert, weil im Prinzip letztes Mal hat es nicht so funktioniert. Aber mit dem kann ich leben, wenn ein paar Streifen nicht gemacht werden. Kann am Gelände liegen, dass er nicht so aufgelegen hat, ne? Ja, das wäre nicht schlecht, wenn das klappen würde. Da muss ich hin. Da muss ich mal so gehen. Oh, alle durchklicken ist ja auch blöd. Oh ja, jetzt bin ich gleich müde. Reif in Urlaub. Ja, das sieht ganz gut aus. Maismäßig. Und was hat er hier? Wenn wir da reingehen, ne? Gibt es ja mehrere Bodensorten. 77 pH-Wert. Dickstoff. Ja, ich würde meinen. Bisher hat das ordentlich gemacht. Gut, die Ecke ist ein anderer Boden. Da muss man zum dritten Mal rüber. Und hier in der Mitte wird er auch dreimal übergehen müssen. Da würde er aber leicht nach dem Wachstum nochmal düngen lassen. Was ist kein Thema, machen wir so. Deckel nicht zugemacht, ne? Ah, gut, das ist egal. Ah, das der Wagen ist nicht, ist das schlecht, das ist nicht schlecht, das ist gut. Wenn man mit Dünger arbeiten möchte, hat man nicht beides voran, ne? Wo dem, wenn ich vollkriegen bekommen würde bei Dünger, weil er einfach zu weit weg wäre irgendwie. Aber wie gesagt, mit BGH und so arbeiten ist es vielleicht sogar besser, man. Was hier drin auf 12? Karotten. Hm. Braucht kein Mensch. Ich hätte mir ja gewünscht, wenn als Fruchtort Roggen dazu gekommen wäre, als Standardfrucht. Das wäre eigentlich im Prinzip besser gewesen. Geht ja um den grünen Roggen praktisch, ne? Bin auch nur gespannt. Ja, jetzt ist ja, machen die noch Ferien, die Kollegen von Giants. Da haben noch nichts aktualisiert. Ich meine, ich hätte mir auch gewünscht, dass sie bis zum 8. frei hätten. Ne? Wäre einfach schöner gewesen. Aber einige haben ja sogar zwischen Weihnachten und Neujahr wieder die 3 Tage. Mein Kollege hat mir auch gefragt, ob ich kommen würde. Du sag ich. Ich arbeite das ganze Jahr durch. Ich brauche den Urlaub. Gut, er hat sich verletzt und war. Ja. Recht lange krank. Der kam im Dezember erst wieder. Ja. Gut. Verletzung kann ihm passieren. Plus cool, ne? Ja, sei mir gegönnt. Wie gesagt.
Ich bin lieber gesund als krank, als für Sonne. Trotzdem aber, okay, braucht nicht. Nee, wegen den 3 Tagen, oh nö. Die freien Tage eh schon genossen. War zu wenig normalerweise. Ja, die ganzen Wiesen müssen jetzt irgendwie gemäht werden. Das ist heftig. Das ist viel. Und die Spur ist gerade. In echt wäre sowas nicht zu empfehlen, weil praktisch das Gras immer stärker die Richtung wechselt und dadurch könnte die Ballenpresse verstopfen. Ne? So sagt Bauer Hannes, ich weiß es nicht. Er hat ja die Erfahrung gemacht sicherlich und dann gebe ich mal recht. Ich wüsste jetzt nicht, dass sie bei uns früher sowas gehabt haben. Hätten. Mit Sammelwagen kenne ich keinen. Nie eingesehen. Die haben direkt mit dem Häcksler das gestimmt. Und als Gras, nicht gehäckselt, als Gras, als Ganzes am Hänger geknallt. Und dann haben sie in Stellen gefahren. Also die Bullen waren ja im Stall drin, die kamen nicht raus. Der andere Stall. Gestein, kleine. Wir waren auch nicht oder beide. Die waren auch drin. Muss immer dazu sagen, im draußen Außenbereich brauchst du auch immer Personal. Ne? Weiß ich gar nicht, jetzt müssen wir gucken, ob die draußen waren. Sommer. Bei uns schon. Mückenhall. Ist ja alles weg. Die ganzen Ställe sind weggerissen. Das waren ja auch alle mehr oder weniger schon sehr alt. Ich weiß, der Sauenstall, der ist auch schon weggerissen. Da war noch ein Stall. Da war noch der Gutsherr da. War noch ein richtig schöner alter. Ja, Stall. Gemauert mit Klinker und so. Da gab es auch einen Stall für Schweine, die für Läufer. Der andere Stall war nicht für den Rest des Wachstums. Ne? Das wurde ja ein bisschen unterteilt. War ja alles im Eigenregieprinzip. Die Ferkel rausziehen und dann ja entsprechend weiter. Das haben alles meistens fast nur Frauen gemacht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo der Mann dabei war. Im Kuhstall schon, da waren Männer. Überwiegend. Aber bei den Schweinen. Böse Arbeit. Die Arbeit an sich nicht schlimm, aber der Geruch war extrem. Bin ja auch mal ausnahmsweise die Ferienarbeit dort gearbeitet. Du hast aus allen Poren gestunken. Du hast gebadet. Dann bist du aus der Badewanne raus. Hast dich abgetrocknet. Und bei erster Gelegenheit schwitzen. Hast schon wieder gerochen. Mehrere Tage braucht, um den Geruch loszuwerden. Mal zu sagen, früher hatten sie nicht immer die Möglichkeit gehabt, im Stall sich zu duschen, ne? Oder sich umzuziehen. Mal dazu sagen, die hatten alle praktisch zu Hause auch noch Tiere gehabt. Die wollten sich gar nicht umziehen. Die haben zu Hause weitergearbeitet. Da wurden die eigenen Tiere versorgt. Viele hatten Bullen zu Hause gehabt oder zumindest Schweine. Mastschweine. Der eine oder andere hat noch nebenbei eine Sau gehalten. Oder 2, 3. Weiß ich gar nicht. Und hat dann durchs Verkauf der Ferkel praktisch sein Geld verdient. Das geht ja auch, ne?
Alles Nebenerwerb. Oder gab es von der PG? Muss ich kaufen, aber gab es halt. Fremde haben da nichts gekauft bekommen. Das war richtig eingeschränkt. Also wer jetzt nicht in LBG war, konnte praktisch fast gar nicht runterzukommen. Fast, war nicht möglich. So eine offene Verkaufsstellen gab es nicht. Ja, aber die Presse war irgendwie gar nicht unterlassen. Bei anderen Wiese wahrscheinlich nicht. Oder? Das weiß ich jetzt gar nicht jetzt. Ich habe drüben noch gepresst. Wird blockiert. Können nur zwei sein, ne? Warum? Warum tust du mir das an? Kommt eine Kohle rum? Oder hat der andere? Nee, normalerweise nicht. Ah, gut. Raubantrieb. Das ist dem Raubantrieb geschuldet. Das ist ein bisschen, ja, das ist ja ein Nachteil jetzt, muss man ja den 10-50er nehmen. Aber das hast du merken, wenn es bergauf geht, dass die da nicht so schnell fahren, ne? Das ist ja so. Da wird es hier auch so sein. Jede Kurve wird beschissen sein. Obwohl da anders ist, die fahren im Prinzip die größere Schleife, ne? Was gehen würde rein technisch gesehen, dass man da, aber wie gesagt, diese Feldkurse sind ja praktisch vorgegeben. Kannst ja gar nicht anders gestalten. Aber wir staunen sowieso, dass das funktioniert, dass er praktisch den Punkt wiederfindet, ne? Schon mal gut. Was der Grund sein könnte, dass jetzt funktioniert, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So. Jo. Hat er was nicht gemacht? Stickstoff schlechter, war ja klar. Ich meine, zur Not würde ich zum Schluss mit dem anderen Fahr mit dem Düngerstreuer. Oder das hier nicht gemacht war, oder ist noch Gäre so? Hier schon fast okay. Naja. Einmal darfst du noch. Ja, noch unterwegs. Bitten. Das kenne ich hier mit Gärreste. Das ist schlecht. Der ist fertig, okay. Geht zur nächsten Wiese. Ja, liebe Schauer, das soll schon weiter gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Ich wünsche mir einen schönen Rest Samstag und einen schönen Sonntag für morgen. Hoffe mal, dass nicht zu viel Schnee fällt. Das ist Schwierigkeiten gegen Montag, ne? Die Montag so arbeiten müssen. Ging mir vor im Dezember auch so beschissen, Frühschicht. Und dann
Ich meine, ich wusste das vorher, dass das Auto so dicht zugeschneit ist, aber dass das dann alles festgefroren war, macht die Sache nicht einfacher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.